Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um im Reich der Amazonen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding mal an. Und hier haben wir es nun im Reich der Amazonen im M Squares Classics Media Book. So, wir machen das Ganze auf. Ein kleiner Schnitt. Und ja. Und wir sehen, der FSK-Flatschen ist hier auf der Folie aufgeklebt. Das schmeißen wir hier hin. Und hier sehen wir, matt gehalten das Ganze. Und ich finde, es ist ein richtig schöner Druck geworden. Mir gefällt es richtig gut. Gehen wir ein bisschen näher ran. Mir gefällt das richtig gut. So. Und hier hinten, wie immer, erleben Sie alles auf Deutsch zum ersten Mal in HD und. Im Reich der Amazonen ist ein unterhaltsames Werk für Abenteuer- und Amazonenfans. Wer gerne attraktiven Damen in knappen Outfits beim Kämpfen zuschaut, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Ja, werden wir mal sehen. So, dann haben wir hier unten die Extras. Ja, und auch hier weltweit längste Integralfassung. Also wir haben hier die Blu-ray mit 76 Minuten Laufzeit und die Integralfassung mit 88 Minuten. Da bin ich auch mal gespannt, was wir hier haben. Und ja, Deutsch, Dolby Digital 2.0. Und was haben wir hier? Ach so, das war auf DVD, auf Blu-ray, DTS 2.0. So, machen wir das Ganze auf. Und was springt uns da entgegen? Die Blu-ray. Und hier mit einem Finger und einem Blitz. Und hier hinten haben wir die DVD. Jo, nichts Besonderes hier hinten dran. Also Scheiben schnell wieder rein. Und dann würde ich sagen, blättern wir einfach mal hier durch. So, hier haben wir die Darsteller, Regie und US-Kinolauflänge. Ja, das Ganze kommt aus USA, Argentinien, 86. Ein paar Bildchen. So, und hier Alejandro Sessa, der die Regie geführt hat. Für ein paar Infos. Oh, die Besetzung. Ja, steht sogar ein bisschen was drin. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber weil, ja, was willst du zu so einem Film sagen, ja? Ja, und ein paar Pressestimmen. Jo, das war's hier auch schon. Hier auch ein richtig geiles Artwork. Geil. Jo, dann würde ich sagen, hocke ich mich jetzt vor den Fernseher, schaue mir das Ganze mal an, denn ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ja, und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber. Im Reich der Amazonen von 1986 hier von M Square Classics im Mediabook. Und ja, ich habe mir das mal angeschaut, den Film. Und ich muss sagen, hier das Cover, das ist genial. Das sieht richtig gut aus. Ja, es geht darum, dass der böse Herrscher Kalungo, überfällt ein Dorf oder eine Stadt. Ein Dorf, ja. Und die Amazonen müssen ihn vernichten und dafür brauchen sie ein Schwert, ja, und dieses Schwert suchen dann zwei schöne Amazonen. Punkt, ja. Ja, es geht eigentlich darum, dass sie das Schwert finden müssen, den Weg zum Schwert und dann der Kampf gegen Kalungo. Und ich muss sagen, er hat mir eigentlich recht gut gefallen. Doch muss ich sagen, jetzt vom Bild her auch, das Bild ist super, kann ich nichts gegen sagen.
Es ist scharf alles, es ist noch genug Filmkorn mit drin und kann man nicht meckern. Und allgemein über den Film, wer auf Amazonen steht, wer auf Schwertkämpfe steht, wer auf Brüste steht, ja, der ist hier voll und ganz bedient. Ja, es ist halt ein Trashfilm, wie es halt die ganzen Barbaren- und Amazonenfilme sind. Aber wer auf sowas steht, ist hier auf jeden Fall sehr gut bedient. Die 18er-Freigabe, der wurde wahrscheinlich nicht neu geprüft, weil eine 18er-Freigabe hat der auf jeden Fall nicht mehr verdient. 12, 16, ja, er ist nicht hart, er ist nicht hart. Man sieht mal einen abgetrennten Kopf. Ich glaube, das war's dann aber auch. Ja, und sonst ein paar Schwertkämpfe, nichts Weltbewegendes. Ja, also, muss sagen, hat mir richtig gut gefallen und für mich ist Geld war es wert. Auf jeden Fall. Ja? Also, wenn ihr auf sowas steht, reinschauen und Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. So, dann war es das auch schon mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare. Kennt ihr den Film? Habt ihr den Film gesehen? Vielleicht auch in der anderen VÖ oder wo auch immer. Wie hat er euch gefallen? Und habt ihr euch auch das Mediabook besorgt? Oder habt dann vielleicht noch in einer anderen Edition? Sagt mal Bescheid, ja. Und dann würde ich sagen, ja, war's das. Tschüss, macht's gut, euer Timo.